Herzlich willkommen zu einem ganz schnellen Video, denn jemand hat gefragt, wie schafft man es, dass jedes Mal, wenn in Minecraft ein neuer Tag anbricht, wir hier ins Gesicht einen Titel bekommen, der sagt, es ist ein neuer Tag und dann uns auch sagt, welcher Tag es ist. So, lass uns beginnen. Ich habe zwei Versionen, nämlich eine für die 1.12 und eine für die 1.13. Fangen wir mit der 1.12 an, weil das für denjenigen, der gefragt hat, und auch für die meisten anderen eigentlich interessanter sein dürfte im Moment noch. Los geht es erstmal mit einem Befehl, den geben wir ein, und zwar erstellen wir ein Scoreboard Objective. Das heißt, Scoreboard Objectives Add. Das Ganze nenne ich jetzt einfach mal Daytime, weil dazu ist es ja letztendlich da, und dann Dummy. Und jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Wir denken uns einen Namen aus. Ich werde das jetzt im Beispiel machen und dann mit diesem Beispielnamen arbeiten, damit es nicht immer so kompliziert wird. Also mein Name heißt jetzt, mein Speicher, sagen wir mal, heißt jetzt mal Time. Und dem müssen wir diesen Score erstmal auf 0 setzen. Um das jetzt zu veranschaulichen, werde ich das Scoreboard hier mal rechts anzeigen lassen. Das ist aber nicht notwendig. So, jetzt brauchen wir hier einen Command, den stellen wir hier auf Repeating und hier auf Always Active und geben dann ein Time Query Daytime. So, das bringt uns erstmal noch nichts, aber wir wollen ja wissen, welche Tageszeit wir gerade haben, um zu wissen, ob gerade ein neuer Tag angefangen hat. Dazu brauchen wir in der 1.12 den Slash Stats Command. Dazu geben wir ein Slash Stats Block, gucken den Block natürlich dabei an, drücken jetzt dreimal die Tab-Taste, um die Koordinaten zu bekommen, stellen ein Set, dann Query Result, um natürlich von der Time Query Anfrage das Ergebnis zu bekommen. Dann geben wir ein Time, so wie dieser, wie wir den Speicher genannt haben, und Daytime, so wie wir eben das Scoreboard genannt haben. So, und dadurch, dass wir das eingestellt haben, wird jetzt jedes Mal, solange dieser Command-Block aktiv ist, also wird jeden Tick hier die Zeit aktualisiert und wir können quasi jederzeit gucken, wie spät ist es denn gerade in Minecraft sozusagen. Als nächstes testen wir, ob gerade ein neuer Tag angefangen hat. Das machen wir mit dem Scoreboard Players Test. Und zwar testen wir den Spieler Time, ob er im Objective Daytime den Score 0 hat. Denn natürlich immer, wenn ein neuer Tag beginnt, fängt die Uhr wieder von vorne an zu laufen. So, das ist in dem Fall ein Chain-Command-Block und der ist auch auf Always Active. Ihr müsst gucken, die Pfeile müssen immer in die folgende Richtung zeigen. Und jetzt brauchen wir wieder einen Chain-Always-Active-Command-Block. Den stellen wir aber in der Mitte auf Conditional und tragen jetzt ein Title at a Title und dann unseren Title. Ich werde das Ganze mit einem Title Generator machen. So, ich benutze dafür die Seite minecraft.tools. Ich würde das euch auch empfehlen, weil der Editor hier ist wirklich sehr, sehr gut. So, hier oben definieren wir unseren Title und hier unseren Subtitle, also Untertitel. Und hier oben würde ich einfach reinschreiben, neuer Tag, und das Ganze würde ich dunkelblau machen. Und hier unten soll jetzt natürlich stehen, welcher Tag gerade angebrochen ist. Da stellen wir uns einfach erstmal vor, hier steht eine Zahl, dann schreiben wir Punkt Tag, halt für zum Beispiel erster Tag, und diese Zahl machen wir jetzt erstmal wieder weg. Stattdessen drücken wir hier auf dieses Symbol, wo dann kommt die feine Score. Hier geben wir, was ich halt gerade eingegeben habe, oder wie ich quasi den Spieler gerade genannt habe, Day ein, und hier das Objective habe ich halt gerade Daytime genannt. Das geben wir hier ein. Und jetzt wird uns jedes Mal, wenn wir den Command ausführen, der aktuelle Tag angezeigt. Und das ist quasi variabel und stellt sich von selbst ein. So, das Ganze würde ich sagen, machen wir einfach hellblau, damit das hier zusammenpasst. So, dann können wir hier auch schon auf Generate Command klicken und jetzt haben wir hier
einmal den Subtitle und einmal den Titel. Und den werden wir gleich in die Command-Blöcke reinkopieren. Ich würde sagen, wir sehen uns in-game wieder. Sind wir schon wieder, aber ich habe vorher eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar, bevor wir den Titel machen, wollen wir natürlich, dass die Tage auch mitsehen. Deswegen muss hier zuerst noch hin. Scoreboard Players Add. Damit, also Add heißt plus 1 wird hinzugerechnet. Dann haben wir das ganze Day genannt. Diesen Speicher und unser Objective heißt Daytime und 1 wird natürlich hinzugerechnet. So. Jetzt nehmen wir wieder so einen Chain-Command-Block, der auf Conditional gestellt ist. Und hier hat das jetzt, wie wir sehen, gerade ist ein neuer Tag angebrochen, also hat sich bei Day 1 drauf addiert. So, jetzt nehmen wir einfach hier einen Conditional-Command-Block generiert haben. Auf der Seite sozusagen. Und wir nehmen nochmal so ein Command-Block und so, und jetzt sind wir schon fertig für die 1.12 Version. Jetzt immer, ich weiß, ein Tag dauert 24.000 Ticks, das heißt, wir stellen jetzt mal auf 23.900 die Zeit. Jetzt ist es schon wieder Sonnenaufgang und ja. Jetzt in dem Moment hat der neue Tag quasi begonnen in Minecraft und es wurde uns auch angezeigt. Wenn wir jetzt nochmal die Zeit so setzen, dass es schon wieder Sonnenaufgang ist, dann haben wir gleich den dritten Tag. Und das wird uns jetzt hier auch angezeigt. So viel dazu. So, dann sind wir jetzt hier in 1.13. Das wird auf jeden Fall in zukünftigen Versionen funktionieren. Die kommt ja in 1 bis 2 Monaten raus. Ja, wie funktioniert das hier? Ich habe das jetzt hier schon mal aufgebaut, gehabt vorhin, weil ich halt das schon mal getestet hatte. Ich werde es trotzdem erklären. Das einzige, was wir hier machen müssen, und das werde ich auch kurz mal machen, also den einzigen Command, den wir hier manuell noch eingeben müssen, ist, wir müssen natürlich auch hier das neue Scoreboard erstellen, und zwar, ja, das nenne ich in dem Fall, habe ich Day Count genannt, was auch im Nachhinein mehr Sinn macht, weil wir natürlich zählen wollen, wie viele Tage es sind. So, und das kann ich jetzt auch mal zur Übersicht an die Seite packen. Und ja, was machen hier die einzelnen Command-Blöcke? Der untere, ihr seht, die sind alle auf Unconditional und auf Always Active und je nachdem der untere auf Repeat, die anderen auf Chain. Und erstmal der Unterschied, den wir sehen, wir brauchen viel weniger Commands und viel weniger Command-Blöcke. So, der erste Command muss heißen, wir executen, das heißt, wir sagen auch, wir wollen die Zeit quasi wissen. Hier dieser Command, der stand auch in dem anderen Command-Block aus der 1.12. Der Unterschied ist jetzt, dass wir dem Command direkt sagen, er soll bitte das Ergebnis, was hier rausgekommen ist, im Scoreboard speichern, und dafür brauchen wir kein extra Stats-Command oder sowas, sondern das können wir hier in einem Command dem direkt sagen, dass er das machen soll. So. Dann habe ich gesagt, hier muss im Übrigen noch ein 0 rein, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn der Score von Time im Objective Day Count 0 ist, sprich ein neuer Tag angefangen hat, dann füge dem Speicher Day 1 hinzu, und hier sind wieder genau die gleichen Title Commands drin, obwohl ich außer dass ich jetzt hier eine andere Farbe genommen habe, die Title Commands sind dieselben gewesen. Und jetzt machen wir auch hier den Test, indem wir die Zeit jetzt einfach auf 23.900 stellen und sehen auch hier wieder, die Sonne geht schon fast auf. Ich probiere hier im Übrigen paar Sachen rum in dieser Welt, deswegen sind hier so Amos, wenn sie rumlaufen in dieser Laufanimation, und ihr habt aber gerade gesehen, es hat funktioniert. Ey. Ja, an der Stelle ist dann leider mein Aufnahmeprogramm abgestürzt, danke Fraps an der Stelle, aber ihr habt ja gesehen, das funktioniert sowohl in der 1.12 als auch in der 1.13. Alle Commands sind nochmal in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.